Hallo und herzlich willkommen bei Paint & Smile. Mein Name ist Friedrich Wurm. In diesem Video zeige ich dir, wie dieses Bild entsteht. Ich werde dir verraten, wie auch du ganz schnell und einfach diese und viele andere Maltechniken lernen kannst. Und zwar ganz ohne Vorkenntnisse, mit garantierten Ergebnissen. Wenn du gleich die ersten Schritte lernen willst, klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung unter diesem Video. Außerdem gibt es jetzt für kurze Zeit die Möglichkeit, alle Paint & Smile Maltechniken risikolos zu lernen und vollen Zugang zu erhalten. Dazu klicke, wie gesagt, auf den Link unter diesem Video und hol dir zunächst die kostenlose Videoserie, in der du sofort die ersten Schritte lernst. Also, bleib dran und gleich nach dem Intro geht's los. Ja, liebe Malfreunde, wir machen jetzt für unser Bild mit dem Frauenkopf unseren Farbrolling. Dazu nehme ich mir wieder einige Farben und trage sie auf die Leinwand auf. Bei diesem Bild werden wir die Farben nur auf der oberen Hälfte auftragen. So, dann nehme ich etwas Zitronengelb dazu. Ich tupfe in diesem Fall die Farben etwas rein. Wir wollen hier so einen Wuschelkopf, einen farbfärbigen Wuschelkopf machen, einen Haarschopf. So, dann nehme ich etwas Orange dazu. Dann nehme ich etwas Rot. In dem Fall verwische ich jetzt die Farben nicht, sondern ich tupfe sie drauf und dann nehme ich noch etwas von Preußischblau dazu. Das brauchen wir immer. Preußischblau, diese dunklen Flecken im Bild, erzeugen dann eine gewisse Tiefe. Und den herunteren Teil des Bildes lasse ich frei. So. Der nächste Schritt ist wieder das Wässern der Leinwand. Das heißt, ich gebe jetzt auf dem heroberen Teil, erst einmal nur auf dem heroberen Teil, Wasser drauf. Da brauchen wir nicht so viel, weil wir ja nur das halbe Bild mit Farbe angemalt haben. Ja, ich löse die Farben wieder etwas. Lasse sie jetzt zuerst ein Stück weit herunterrinnen. Hier kommt dann unsere Gesichtsfläche herein. Ja, es wird eher hell. Und den Rest schütte ich nach oben ab, wobei man hier so Striche der Oberseite erzeugen können. Diese Striche kann man dann gut im Bild auch verarbeiten. Und ich trockne das Bild wieder zu 80-90% auf. Ich kann auch hier die Farben noch etwas herumtreiben.
Wenn ich diese Striche an den Rändern trockne, dann bleiben sie dann auch. Und dann trockne ich auch hier die Gesichtsfläche noch etwas. So, das genügt. Ich gebe wieder Wasser aufs Bild, wasche es. Ganz sanft. Drück das Tuch aus und jetzt ziehe ich das gesamte Bild ab. Am besten ist einfach abziehen und nicht auf das Tuch draufdrücken. Dann geht die gesamte überschüssige Farbe weg. So, ihr seht jetzt, das ist der Farbrolling für unseren Frauenkopf. Wenn du wissen willst, wie auch du als absoluter Malanfänger diese und viele andere Maltechniken ganz schnell und einfach lernen kannst, und sofort fantastische Malergebnisse erzielst, die dich und dein Umfeld begeistern werden, klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung unter diesem Video und hol dir deine kostenlose Videoserie mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung und lerne sofort die ersten Schritte zu deinen Profi-Malergebnissen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst. Abonniere auch diesen Kanal, um sofort unsere neuesten Videos mit vielen nützlichen Tipps zum Thema Malen und weiteren Maltechniken nicht zu verpassen. Also nicht vergessen, klicke gleich jetzt auf den Link. Und beachte bitte, für kurze Zeit hast du auch die Möglichkeit, deinen vollen Zugang zu allen Paint & Smile Maltechniken zu testen. Also, bis gleich. Ich freue mich auf dich, dein Friedrich Wurm.